Moin Moin, Freunde! Hier ist er wieder, der Secrets-Kanal und der Maracha, der wieder ein neues Replay-Video für euch hat. Und ich muss sagen, er hatte einfach verdammt viel Glück. Ja, heute Morgen eine Runde gefahren und den Kirchencontainer da erfahren. Und ja, wie ihr schon am Anfang gesehen habt, da war eine Galant für mich drin. Hatte schon eine ganze Zeit überlegt, ob ich es mir vielleicht doch kaufe. Aber ich wollte dann unbedingt das Event abwarten und was soll ich sagen, es hat sich tatsächlich gelohnt. Ja, viel Ahnung von dem Schiff hatte ich nicht. Ich hab mir ein bisschen belesen, ein bisschen geguckt, ein paar die Module alle eingebaut, den 19er Kapitän von dem britischen Zerstörer runtergenommen und hier rauf gesetzt. Ja, musste mir erstmal das Schiff genau angucken. Wir sind jetzt schon auf dem Weg in Richtung C, bin dann zusammengefahren mit Bamschnabel und wie heißt er noch? Noch einen zweiten Kollegen, wir nennen ihn immer Jörg, kommt jetzt gerade nicht, von BSH jemand. Ja, die sind halt ganz woanders hingefahren, weil sie Schlachtschiffe waren und ich hatte halt gleich gesagt, ich fahre zu C. Ja, wie gesagt, unheimlich viel Glück, bin da immer nicht glücklich drüber, dankbar natürlich und ja, darum jetzt diese nette Replay, weil ich habe bis jetzt nur ein Gefecht mit dem Schiff gefahren, das ist dieses. Sicherlich noch nicht optimal gefahren alles, aber schon erfolgreich und der Schadensoutput war jetzt auch nicht so schlecht. Und die wird aufgeklärt, ein bisschen Unruhe gestiftet. Und ich dachte, bei so viel Glück, da muss man auch einfach mal eine Replay davon präsentieren. Das wird euch sicherlich gut unterhalten, denke ich. Ja, nebenbei habe ich mir natürlich ein paar technische Daten aufgeschrieben zum sozusagen Überbrücken der Fahrt hier. Ihr wisstet alle, es sind T6-Kreuzer der Briten, der G-Klasse. Man kann hier schon links sehen, sind 12.000 Trefferpunkte, ist nicht gerade so besonders viel für Zerstörer auf der Ebene. Ja, und 16 mm Panzerung, naja gut, das ist wahrscheinlich Standard oder das ist der Standard für Zerstörer sozusagen. Also ne, hält nichts aus, die Kiste. Aber das lebt ja auch von einer Tarnung, die ich hier auf 6 Kilometer runtergedrückt habe. Das ist einmal die Lackierung, die man außen dran hat und der Kapitän, der soweit geskillt ist, hat Tarnungsmeister mit drin hast. Also von daher kommt man dann auf 6 Kilometer. Artillerie 10,2, HE Brandwahrscheinlichkeit ohne Flaggen 8%. Das ist das, was ich erstmal so schnell mitgenommen habe. 96 Sekunden Nachladezeit für die Torpedos, 8 Kilometer Reichweite mit einem Damage von 15,4 über den Daumen. Also 15.400 Trefferpunkte kann er maximal machen. Und jetzt sind wir bei C drinne. Da gibt es noch einen Junior-Clan von BSH, die da durch Zufall mit drinne waren auf die Nikolas. Und schon geht das hier los. Die T-22 vorne hat ihn schon aufgeklärt und feuert da drauf. Und ich schalte mich jetzt dazu ein, sozusagen. Bin nicht entdeckt dabei. Also gar nicht so schlecht. Wäre jetzt vielleicht cleverer gewesen, in den Nebel zu fahren, aber jetzt sieht die T-22 natürlich unnischt. Und hatte mich aus dem Grund dann auch dazu entschieden, doch rauszufahren, weil er immer noch nicht weiß, dass ich da bin, der andere Zerstörer. Die Emily Bertrand kommt da jetzt gleich um die Ecke und da kommt die Nikolaus und hat mit mir überhaupt nicht gerechnet. Darum ist sie auch rausgefahren aus dem Nebel. Sie wollte nämlich eigentlich den Überraschungseffekt für die T-22 nutzen. Und ja, gibt so ein bisschen Geballer, bisschen. In dem Moment war man natürlich besonders konzentriert. Da kommt jetzt die Emily. Und das ist eine der Fähigkeiten, die ich jetzt schon total liebe. Man kann die Dinger einzeln abschießen. Jetzt weiß ich nicht genau, was mit der Emily passiert ist, aber auf jeden Fall ist sie nicht in meine Torps gefahren. Das weiß ich noch. Jetzt fahre ich so ein bisschen auf Grund, will dem Torpedo da ausweichen. Das ist in dem Moment für mich wichtiger. Und bin jetzt quasi schon kurz vor einem Felsen. So. Die Nikolas steht da, ist aufgeploppt. Von wem, wie auch immer oder von wem auch immer. Wahrscheinlich von der Uber. Hat die irgendwie mit Radar oder irgendwie was gemacht? Weiß ich gar nicht genau, ob die Radar hat. Ja, und die Emily ist jetzt arg beschäftigt, glücklicherweise, sonst hätte sie mich eventuell sogar nochmal beschossen oder wäre ich raus gewesen schon. In dem Fall habe ich jetzt echt Glück und rangiere mich da so langsam weg. Und das Gefecht geht noch ein bisschen weiter.
alle schießen drauf. Viel hat die Emily Bertin da nicht mehr zu machen. Auf jeden Fall jetzt schon einmal angezündet. Jetzt kommt gleich noch ein zweites Mal anzünden dazu. Mit den Granaten, die da schon unterwegs sind, glaube ich. Genau, da ist es schon. Und schon ist die Emily down. 9200 Trefferpunkte haben wir schon zusammen. Ja, First Blood kassiert, okay. Nimmt man dankbarerweise mit. Das ändert sich ja erst in Zukunft, wenn man dann auch diesen japanischen Kapitän da hat, der dann einen die Fähigkeiten so gibt, dass man von First Blood nochmal besonders profitiert. Hatte ich ja in dem vorherigen Video schon kurz vorgestellt für Patch 069 im Preview. Da gehen wir darauf ein. So, C wird jetzt erobert und die feindliche Flotte hat komplett bereits A und B erobert. Wir haben aber bereits schon zwei Schiffe mehr und jetzt teilen sich die Zerstörer hier so ein bisschen auf. Ich fahre jetzt erstmal in Richtung Flugzeugträger runter, in Richtung Algerie, da wo sich die Galant auch hin bewegt vom Feind, weil jetzt meine beiden Kollegen so ein bisschen um Hilfe gebeten haben, mit denen ich jetzt zusammen fahre. Ist natürlich ein ewig weiter Weg. Ich habe jetzt gleich einen Boost reingehauen, dann kommen wir hier auf gut 39 Knoten, also relativ zügig. Und ich hatte keine Flagge dabei für Geschwindigkeit. Also das heißt, mit Geschwindigkeitsflagge kannst du mit dem Ding hier eventuell auch 40, 41 Knoten erreichen, was dann schon richtig geil ist. Ja? Also das ist ja schon ein halbes UFO für Zerstörerverhältnisse. Ich weiß nicht, welche Geschwindigkeitsrekorde habt ihr bis jetzt mit euren Zerstörern aufgestellt. Schreibt sie gerne runter in die Kommentare. Würde mich freuen. Ja, was kann man denn dazu noch sagen? Ja, die Flugabwehr ist wie bei vielen Zerstörern eher zu vernachlässigen. Ne? Die hat nur 2x4 12,7 mm Kanonen oder MGs oder wie auch immer. Damit kannst du wahrscheinlich nicht viel reißen. Also 2 Punkte für Flugabwehr gibt es von Wargaming aus. Also ja, macht man eher aus. Ich habe es jetzt hier nicht ausgemacht. Das kommt, glaube ich, erst noch später im Spiel, wo mir das dann auffällt, dass ich hier die Flugabwehr nicht ausgemacht habe. Ich bin jetzt auch nicht so ein passionierter Zerstörerfahrer, muss ich auch ehrlicherweise dazu sagen. Das ist jetzt nicht so, dass ich total häufig mit Zerstörern unterwegs bin. Kommt schon vor, mache ich schon. Sicherlich habe ich mir da in der letzten Zeit auch vielleicht ein bisschen verbessert sogar, weil ich eine ganze Zeit auch Leander, Fidschi, Edinburgh und so weiter gefahren bin und diese Nebelboote lagen mir. Da geht man natürlich ein Stück weit. Ja, da trieb mir ein bisschen die Sensibilität der ganzen Geschichte. Ja, zur Luft sind wir mit dem Skill 3 Kilometer weit sichtbar. Das heißt, man sollte schon das ein oder andere Flugzeug im Auge behalten. Nicht, dass man dann plötzlich aufgedeckt ist und so ein bisschen breitbeinig dasteht, sozusagen. Die Torpedos, wenn ich es vorhin noch nicht gesagt hatte, die sind 61 Knoten schnell, also ich sag mal eine durchschnittliche Torpedogeschwindigkeit. Und wir können, der Zerstörer eignet sich zum verdeckten Torpen, dadurch, dass man selber nur bei 6 Kilometer aufgeht und man 8 Kilometer schießen kann, ist das durchaus möglich. Persönlich finde aber wirklich einmal die Möglichkeit, dass man 10,2 Kilometer weit schießen kann mit den HE-Granaten mit einer relativ guten Brandwahrscheinlichkeit, die ich jetzt hier nicht geskillt habe. Also das heißt, mit Flaggen und dem Skill kommt man hier auf 11%, was relativ viel ist für 4 Türme, die relativ schnell schießen. Ja, das fühlt sich schon ganz komfortabel an. Die Kanonen sind 120 mm Kanonen, die einen AP-Schaden von 2100 machen und einen AP-Schaden von 1700. Aber es geht mir persönlich ja eigentlich eher um die Brandwahrscheinlichkeit. Und die Brandwahrscheinlichkeit macht ja immer noch am meisten Schaden sozusagen. Prinzipiell würde ich aber trotzdem eher empfehlen, das Ding auf Torpedo zu fahren. Also glaube nicht unbedingt, dass das heißt empfehlen. Als ob ich so viel Erfahrung damit hätte. Also ich habe es irgendwie gemischt gemacht in diesem Gefecht, aber ich glaube, dass man mit Torpedos hier ein bisschen mehr rausholen kann. Was mir auch sehr, sehr gut an diesem Schiff gefällt, ist einfach, dass es zu kurz ist. Ja? Die japanischen Zerstörer sind alle schon ewig lang und das Ding hier ist kurz, hat eine Ruderstellzeit von 3 Sekunden. Also da kann man schon fast mit Rudern, um vorwärts zu kommen. So schnell kann man das hin und her bewegen. Und das macht dann schon richtig, richtig Laune, weil das Schiff einfach super schnell reagiert. Ja, die Wendungen, die man da machen kann, meine Fresse.
Ja, im Vorfeld zu diesem Gefecht hatte ich dann hier auch diese Schadensbegrenzungsteams eingesetzt. Also nicht das Standard-Schadensbegrenzungsteam, sondern es ist ein Premium-Schiff. Da verdient man eigentlich im Schnitt genug Silber, um dazu kompensieren. Schadensbegrenzungsteam 2, Nebelwerfer 2, Motorboost 2. Beim Motorboost, gut, da würde ich vielleicht sogar sagen, das muss man gar nicht unbedingt die Zweierstufe da rein basteln, aber ich habe es jetzt hier in dem Gefecht auf jeden Fall noch gemacht. Ich versuche jetzt die Mutsu zu torpen. Das ist, glaube ich, jetzt mein Fehler, warum die Mutsu darauf nicht so darauf reinfällt, sage ich es mal, nicht auf die Torpedos fährt, weil ich unüberlagterweise im Eifer des Gefechts auf die Mutsu geschossen habe. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der total geübte Zerstörerfahrer, habe mir danach aber da hier nochmal Gedanken drum gemacht. Glaube, dass nicht gut war, dass ich da aufgegangen bin. Sonst hätte die Mutsu möglicherweise die Torps gefressen. So gehen sie alle leider vorbei, wenn auch knapp. Ja, wir bewegen uns jetzt in Richtung A, nachdem wir B gecapt hatten. Wo jetzt hier quasi der Rest der Flotte steht. Ich hatte jetzt eine ganze Zeit überlegt, ob ich eventuell zum Flugzeugträger hochfahre. Aber dann habe ich so geguckt, okay, halbe Energie, nicht sehr viel. Der Flugzeugträger ist tot, bevor ich mit meinem Zerstörer da bin. Und dann hat man immer noch das Fliegerproblem. Und wenn man dann aufgeht als Zerstörer, ist ja immer noch das nächste Ding. Guck jetzt, hab schon im Kopf, auf die Colorado zu torpen, wenn sie auch spitz zu mir fährt. Aber die rechnet damit wahrscheinlich nicht unbedingt. Zu dem Zeitpunkt warte jetzt darauf, dass die Fubuki abdreht, was sie jetzt gerade tut. Und damit sind meine Torps im Wasser. Und ich habe auch nicht das Risiko von Friendly Fire hier. Und habe jetzt die kompletten Torps im Wasser. Ohne Nachladezeit sieht man hier 1,12, 1,9 und so weiter. Und dann geht's auf zur Algerie. Da ist ein netter Nebel. Den nutzt man doch gleich aus. Oh, die Geschwindigkeit wird schon abgebaut. Rein in den Nebel. Jetzt bin ich noch entdeckt. Dummerweise. Die Algerie schießt auf mich, hat sie aber verfehlt. Das ist halt diese geile Wendigkeit. Ne? Also Zieltreffer 1 und 2, das ist auf der Colorado. Und hier haben wir so einen. Hier unterstützen wir jetzt zusammen und die T-22 und ich nehme uns jetzt so ein bisschen die Algerie vor. T-22 hat Torps im Wasser, das nützt aber nicht viel. Jetzt geht der Nebel weg und mache erstmal 9. Damit die T-22 dann auch noch ein bisschen abgedeckt ist. Nebelwandexperte ist geskillt auf dem Teil hier. Das heißt, die ist schön groß, da die T-22 ihre Lage gar nicht verändern braucht. Und dann kommt von rechts eine König. Ich gebe jetzt hier mal ein bisschen Speed, damit ich die T-22 nicht wegtorpe. Die fährt auch rückwärts. Und ganz knapp an meinen Torps vorbei. Aber das war... Also es war knapper, als ich geschätzt habe. Ich wusste aber, dass ich mit meinen Torps vorbeikomme. So. Auch nicht ganz optimal. Ich habe schon eine Menge Torps im Wasser und torpe dann noch mehr. Mit dem Wissen, dass da noch eine Algerie ist. Die Torps, die hätte ich gut gebrauchen können. Ja, die frisst natürlich alles auf die Entfernung. Gibt es dann den vernichtenden Schlag. Die Algerie hat ja uns auch nochmal versucht, uns auch aufzuscheuchen. Gelingt ihr aber nicht. Außer die T-22 eventuell. Ja, die aber rausfahren muss und deswegen mir jetzt nicht so eine starke Feuerunterstützung gibt, wie ich mir erhofft habe. Und ich muss jetzt hier raus, weil ich einfach in der falschen Bewegung sozusagen war. War schon am Rand des Nebels und musste dann da rausdüsen. Ja, aber... Man kann ja auch wegfahren vom Gegner mit schmalem Profil. Ist der Zerstörer ja trotzdem relativ schwer zu treffen. Ja, jetzt schießt die Algerie wieder auf mich. Oder hat mich zumindest auf dem Korn. Ja. Jetzt habe ich auch nicht ganz aufgepasst von der Lage meines Schiffes zur Algerie. Aber ich habe es immer noch überlebt. Ich habe noch 1071 Trefferpunkte. Und jetzt noch 147. War knapp, aber es war spaßig. Gut, da sind dann nochmal Torpedos unterwegs.
Die werden für mich aber jetzt keine Gefahr mehr darstellen. Ich denke, das Gefecht haben wir im Griff. Sind schon kurz vom Ende hier. Ja, alles in allem muss ich ganz ehrlich sagen, der Zerstörer gefällt mir. Also, ich hätte mich darüber auch gefreut, wenn ich den jetzt gekauft hätte. Ich mag die so super wendig, kurz, einzelschießende Torpedos. Das verspricht eine Menge Spaß. Ja, jetzt geht es nur darum, A zu cappen. Und dann ist das Gefecht durch. Was man zu den Torpedos noch sagen kann, die sind auf 1,3 Kilometer aufdeckbar. Das ist relativ viel für Torpedos. Also, ich glaube, die meisten japanischen Torpedos sind bei 1,1 sichtbar, weil wenn man jetzt die Shimakaze nimmt, die 20 Kilometer Torps sind bei 1,5 oder 1,6 aufdeckbar, aber die anderen dann schon wieder nur bei 1,1. Also 1,3 ist relativ viel. Das heißt, wenn ein Torpedo 1,3 Kilometer vor einem anderen Schiff irgendwo längs fährt, dann hat man schon, dann ist der Torpedo offen. Was sicherlich nicht so toll ist. Also ich würde lieber von Torpedos träumen, die so nur 900 Meter sichtbar sind oder so, aber gut, das sind die drei Träume eines Zerstörerfahrers. Gut, jetzt sind wir schon am Ende des Gefechts. Wie gesagt, ich denke, ihr konntet einen guten Einblick gewinnen, wie die Galant sich fährt. Ein tolles Schiff. Hat natürlich jetzt auch eine geile Runde. Klar, ich bin noch voll euphorisch. Wie gesagt, ich sage danke fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like, ein Abo da. Wird uns super freuen. Gerne auch Kommentare. Und ja, dann einfach bis zum nächsten Mal. Euer Secrets Team, euer Macher. Tschüss.